Every mother baby around the world has the right to give birth with love, dignity and respect. Frauen haben ein Recht auf Unversehrtheit. Ja, und zwar deshalb, weil in jeder Lebensphase Frauen ein Recht auf Unversehrtheit haben. Mädchen haben ein Recht auf Unversehrtheit. Frauen im Allgemeinen haben ein Recht auf Unversehrtheit, insbesondere während der Geburt. Ich habe gedacht, sie zerreißen mich in zwei Hälften. Ich werde aufgehängt an einem Fleischerhaken zum Ausbluten. Ich glaube, dass der Kaiserschnitt in dieser Rasanz und wie schnell sie das gemacht haben, dass das fahrlässig war. Dass sie mir was angetan haben, dass das ganz leicht zum Verhindern gewesen wäre. Das ist Gewalt. You know that women experience abuse during childbirth. What do you think the world needs to change that? I think that women who have experienced abuse in childbirth need to speak up. So do their mothers, their husbands, their neighbors. All women need to join them. No woman should be abused or disrespected at any time in her life, and certainly not during the sacred act of bringing new life into the world. And I know that many caregivers have been trained in this abusive model, but it's time for them too to break the silence, to reevaluate what they've been learned, and to really look at how they can bring love and respect and dignity to women all throughout life. It's time every person take a stand. This affects every one of us, because when one person suffers, we all feel the repercussions and the ripple of that. Take a stand. Ihr wisst, dass auch in Deutschland Frauen jeden Tag immer wieder Gewalt unter der Geburt erleben. Was möchtet ihr diesen Frauen sagen? Richter, schweigen. Schäm dich nicht dafür, sondern sei stark und steh auf. Mut habe ich auf die Ärzte und Hebammen, weil sie so unmenschlich waren. Also, wie sie da in meinen Körper eingedrungen sind, ohne dass man was gesagt hat. Das war so grenzenüberschreitend und ich würde sagen, menschenunwürdig und absolut nicht entschuldbar oder so. Ich bin ja gar nicht gefragt worden, somit haben wir die Entscheidung ja, die haben mich in dem Moment entmündigt. Ob ich das will oder nicht. Das ist ganz leicht gegangen, weil ich war in Sekunden im OP und ich wollte das nicht, dass das mit mir passiert. Und ich habe aber nichts dagegen machen können. Ich habe gesagt, nein, ich will das nicht. Und es ist aber mir gesagt worden, ja, wir müssen das tun zum Wohl des Kindes. Man hat auch eigentlich keine Entscheidungsmacht mehr. Man kann eigentlich nicht mehr sagen, was man will und was nicht. I say to women that have been wounded, that have faced challenging births, that one, to honor their strength and wisdom, because within them it took a lot of courage to be able to go through that. It took a lot of courage to be able to speak out and share even with one person the abuse that you've suffered. So I want to honor each and every woman that have suffered abuse at any time in their life, and certainly in childbirth. But I like to remind them that in many indigenous cultures, it is people that have been wounded, that have learned to heal themselves, that face their deepest challenge and heal, that can then bring that wisdom and healing to others. So I really feel that when a woman's been wounded, I want to let her know that I see her beauty and I see her strength and I feel her power, and I want to honor you and help you to bring that healing and that wisdom and your voice to the world. Ihr habt jetzt gehört, dass die Aktion Roses Revolution dieses Jahr das zweite Mal startet. Erstens mal ist es eine ganz wichtige Aktion, weil ich finde, die Menschen, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass Frauen verletzt wurden, sollen davon erfahren. Ja? Sie werden sonst nämlich nie davon erfahren, wie es Frauen ergangen ist und wie es ihnen vielleicht auch noch wenige Monate oder sogar Jahre später noch mit ihrem Geburtserlebnis ergeht. Und so über diese Aktion ist es möglich, dass eben alle Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass Frauen verletzt wurden unter der Geburt und ihre Unversehrtheit verloren haben, auch davon erfahren können.
Also was bedeutet Roses Revolution? Was bedeutet das für euch persönlich? Also für mich ist es ganz wichtig, den Frauen, denen ich begegne, davon zu erzählen, dass sie die Möglichkeit haben, auch nochmal ihrem Schmerz Ausdruck zu verleihen und vielleicht auch, dass ein Stück ihres Heilungslebens bedeuten kann. Ja, und dass es nicht das Ende ist. Es ist der Beginn vielleicht eines Kampfes auch, aber es ist auf jeden Fall auch ganz viel Heilung möglich und auch ganz wichtig. Dankeschön euch beiden. Dank. Roses Revolution is a global movement against obstetric violence. The birth of your child was careless. The care providers did not treat you the way you have wished. You did not have a self-determinant fair birth. Then I would like to invite you. On November 25th, lay down a pink rose at the place where you have experienced violence or disrespect. If you like, write a few lines in a letter to this. Take a picture of both and post it with the hashtag RoseRev on Facebook or Twitter. You can also send your picture to us so we can publish it anonymously for you on our Roses Revolution page. Take a look if your country has a page already. If not, start one on Facebook or just join ours. The campaign takes place at the same day, worldwide. Join in and be part of the Roses Revolution. Mom made by Roses Revolution!